Hinder, René, Hinder, rausnehmen, alles snacken. Sagst du so leicht? Ich habe hier gerade einen Medical-Hubschrauber gefunden. Ja, und ein bisschen Müll, ne? Ein bisschen Wie weit bist du Scheißkram. noch? Wie weit bist du noch weg? Keine Plane. Ah, ne, geile Auskunft. F 880, ne? How it goes. Der Trecker hier kann auch nichts aufhalten. Egal wie hoch die Steigung auch ist. Ey, die haben 100 Millionen Waffen, die Typen da drin, ne? Der hat von der SD-Waffe auf den DMR gewechselt. Das ist so wie ich vor 2 Monaten. Sweet. Sweet. Ganz genau. Verstehst du nicht? Doch. Wo ist Kevin eigentlich? Ist er noch da? Der wurde weggesnackt. Im Real Echt? Life. Er kam einfach einer rein und hat ihn mit der Hatchet von hinten weggehauen, ey. Das war wirklich nicht glorreich. Aber auch mit der gleichen Animation wie in DayZ, ne? Ja, klar. Auch mit Mit diesem demselben Schuss. Geräusch. Ja. Und der hatte auch einen Ghillie-Suit an. Der Jones wurde gekillt. Ich glaube, das war der. Ich glaube, das sind diese PG-Leute. Davon sind 3 Leute hier drin. Ne? Der wurde auch gekillt. Die gehen alle down, sag ich dir. Ich glaube, ich bin jetzt wieder da, wo ich vorhin angefangen habe. Ich bin nur ein bisschen blöd im Kreis gefahren. Alter, jetzt wurden Haufen gekillt. Jetzt ist im Süden wieder richtig Party. Oh mein Gott. Da ist eine Scheune. Das ist auf jeden Fall schon Zombies. Das heißt, irgendeiner lungert da noch rum. Zombies. Sind hier ja gar keine Waffen mehr, das ist mein Problem. Ich überlege, ob ich irgendwo meinen Trecker verstecke und zu Fuß ja, weitergehe. Wäre ganz geil, ne? Ich bin mir nicht sicher, wie weit es noch ist. Kann auch sein, dass ich dann noch 5 Stunden laufe. Das ist ein bisschen assi, ne? Boah, Alter. Ja, nicht, dass du hier gleich weggesnackt wirst. Ist mir ziemlich wurscht. Ja, aber nicht. Ich hab ein bisschen Bock auf ein bisschen Spawning-Action mit einer Hatchet durch die Stadt rennen und irgendwelche Leute wegknüppeln. Nein, hier ist leider keine Hatchet. Hier ist leider gar nichts. Leider gar nicht. Da schießt schon wieder einer. Das ist eine AS-50. Aber auf jeden Fall. Über dieses Ding wie kein zweiter. Hinten auf dem woher? Sniperberg. Auf dem Sniperberg? In Elektro? Ja. Jetzt hast du mir endlich einen Motivationsgrund gegeben. Schöne AS-50, ne? Was ist denn das da unten? Bin mir nicht so sicher, wo ich bin. Nee, ich fahre noch ein Stück Trecker. Scheiße. Scheiße. What? Der blöde Hurensohn. Es ist ein Hurensohn. Der hat mich schon wieder umgebracht. Oh Gott, ey, das ist so ein Knecht, ohne Scheiß. Bitte snack den einfach weg. Alter Mann, hätte ich doch mal ein scheiß GPS. Ach, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kann ich nicht. Oh ja. Es ist gevollbracht. Kamenka.
Leck mir an den Nüsschen, ey. Ich kann. Leck mir doch die Nüsschen. Danke für den Zelt. Ich kann mir Wegpunkte setzen und ich bin ja mal sowas von auf dem falschen Kurs. Mein lieber Herr Gesangsverein. In Fresino oder was? Oh ja, ich bin sogar. Boah, ich bin sogar noch hinter dieser Brücke bei der Kurve gespawnt. Sweet! Geil, ne? Das findest du auch richtig geil. Das macht richtig Spaß, ohne Spaß. Ohne Spaß, das macht Spaß. Alter, ey. Ich dreh durch. Sollen das, ey. Kack hier ist, ey. Mann, ey. AS50. Ich möchte mein AS50 wieder haben. Und dann wird zurückgefickt. Dann gibt's Artilleriefeuer und zwar 2 Stunden lang. Ohne Spaß. Viel Spaß. Kevin! Ganz schön still hier bei euch. Geht eigentlich. Ich befahre konzentriert Panzer und Pascal ist schwer deprimiert, glaube ich. Panzer? Ja. Was macht ihr denn? Panzer fahren. Werde ich nicht spielen? Nö. Ja, genau. Wie viel Armor? Armor 5 spiele ich. Vielleicht solltest du mich einfach mal aufklären, du fetter Idioten-Hose. Ich will einfach nur der Isio-Fahrer mit dem Trecker rum. Ich bin auf dem Weg zum Sniperberg, um deinen Weg zu snacken. Zum Sniperberg? Der von Elektro. Ach so. Der hat Lack gesoffen. Da hat einer gehackt. Ja, und lass ihn dort. Gehackt hat er. Oder er macht Hack. Der macht Hack. Hat ordentlich Hack gemacht und wurde rausgeschmissen. Weil das ist ein Vegetarier-Server hier, ne? Ja, ja. Und wer hier Hack macht, der fliegt einfach. So ist das. Und der Player 1 heißt, wird einfach nur gefeuert. Der wird einfach gefeuert. Sprich nicht aus. Wuff, wuff, wuff. Und ich so Lack gesoffen haben. Oh, oh. Geil. Witzig, ne? Aha. Ja. Aha. Komm, Reh ist glaube ich in den schwulen Brunnen gefallen oder so. Eine schwule Toilette ist da gefallen. No. Setup completed. Kevin, du kannst mal die Map installieren. Dauert das noch länger, wie wir es runterladen? Hundertprozentig nicht. Nee. Wenn du klug bist, dauert das ungefähr 10 Sekunden. Muss ich die mit Winra anpacken? Nee. Ah ja. Wie heißt denn das nochmal? Ram. Ramra. Witzig. Der Idiot. Aua! Dummes Gewäsch. Alles so dummes Gewäsch. Ganz ganz geröstet. Peace. Was bei dir los ist, habe ich gefragt. Da pfeift ein Typ und hat ein Hi geschrieben. Der pfeift? Schreibt man denn nochmal in diesem bösen Spiel? Sag doch einfach, du alte Nodder. Ich finde, du sagst einfach Allo Akbar. Und dann machst du. Und dann explodierst du.
Anscheinend stimmst du mir dann nicht zu. Weißt du, wo ich Munition für meine Makarov herbekomme? Ich habe keine Makarov mehr. Gar nichts. Dann sagt Pascal. Weißt du, wo ich Munition für meine Hand herbekomme? Munition für meine Hand? Ja, damit du einen Handschlag machen kannst. Er fragt, wie man schlagen kann. Ja. Ist ein Haus. Unter Dr. Haus. Und hört Hausmusik. Aha. In seinem Haus. Das ist weil einfach nicht Hausparty korrekt. Hat. Nicht. Das ist ein Zombie. Lauf schnell weg, bevor mich sieht. Ja, ja, ihr seid schon alle schwul und behindert. Danke. Oh Gott, was hab ich getan? Gerade Gottes Morgen. Namen erwähnt. Gottes Namen. Gottes Namen. Hast du ihn in Frage gestellt? Sowieso. Nee, ich hab gerade versucht, mit meinen Grafikeinstellungen noch irgendwie mal was rauszuholen. Dass ich Gegner leichter entdecke. Also auf ganz niedrig stellt. Ja. So eine Art. Wenn richtig schlecht schiebt, dann ist immer auf die Grafikeinstellung. Ach, mein PC normal. War einfach zu gut. Normal, Alter. Du siehst 100 mal mehr, wenn du eine schlechte Grafikeinstellung hast. Jetzt versucht er sich zu rechtfertigen. Hä, das ist wahr. Das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Nee, das ist eine asoziale Sendung. Sendung? Ja. Das ist eine Sendung. Sendung. Dummer Hund. So irgend so eine RTL 2, ich fick dich in Arsch Sendung. Das, dass ich da totschlage, ich da mal mit. Warte, ich geh da auch gerade mal kurz hin. Lässt euch den zusammen totschlagen und unterhaltet euch dabei noch über Politik. Ja, also. Ey! Ey! Wer sowas sagt, dann bist du gleich tot, das ist, glaube ich. Ja. Ach ja. Ich glaube, ich renne jetzt auf den Sniperberg und schreie da einfach nur Leute an. Wir sind beide gleichzeitig ohnmächtig geworden. Das war das synchron bewusstlos werden. Das ist mal so sexy, ey. Habt ihr dabei auch synchron gestöhnt, so. Oh. Ah, wir sind so adelig. Oh. Welchen Adelstitel hast du denn? Ja. So, ich spawne jetzt und hol uns zu essen. Wurst. Er holt was zu essen. Das gehört eine schöne, deftige Wurst. Die Wurst? Ja. Aber dick und klein. Nee. Weggehauen hab. Irgendwie auch jeder sieht, der mich dann gleich sofort wegschießen kann. Mit einer dicken Wurst. Nee. Arne wurde getötet. Arne hat euch lieb. Gar nicht, wo ich gerade hingehe. Ich schon. Ich hab ein bisschen Angst. Ich befürchte, ich werde gleich einfach nur weggesnackt, aber ist egal. Hast du immer noch einen Trecker? Ja, da hab ich geparkt. Ich dachte, es wäre auf dem Roadway zu Elektro, diese ganz lange Straße, aber irgendwie ist hier plötzlich ein Dorf. Ist hier voll der Müll. Das Gute ist, ich weiß jetzt, wo ich einen Trecker habe. Da kann ich gleich wieder in den Norden hochbrettern, wenn ich sterbe. Schön. Dich. Für mich. Nee. Und für alle anderen. Nee. Nee. Was habe ich gesagt? Das habe ich gesagt. Ganz schön niveaulos, ne? Da geht noch was. Aber das hebe ich mir für später auf. Oh nicht, ja. Dass ich momentan gerade mehr Niveau zeige, aber... Dein Niveau ist ja sowas von niedrig. Unter der Gürtellinie. Oh ja. Was ist los, du Pfeifenputzer? Was? Der Mund war aber ganz schön voll genommen. Ich weiß, so dünn und haarig, dass man ihn als Pfeifenbutter verwechseln könnte. Pfeifenbutter? Hä? Pfeifenbutter. Und der wird in Japan auch angebetet als Buddha, weil er so fett ist. No, René. Ich bin Elektro. Sweet. Dann lenk mal alle ab, die auf dem Sniperberg sitzen und tanzt da ein bisschen im Kreis, damit ich die in den Arsch feuern kann. Dance da mal ein bisschen. Zeig dir mal deine besten Moves, die du gelernt hast. Ja, mach sie richtig heiß, Mann, dass sie gar nicht mehr wissen, wo oben und unten ist.
Nur, dass sie wissen, wo unten ist. Ja. Und zwar bei dir. Ganz genau. Und dann sehen sie einen kleinen Pfeifenputzer. Der so fett ist wie Butter. Schön. Ja, wirklich schön. Das hast du so lieb gesagt. Lieb.